Hallo ihr Lieben, euer Girl, Sir hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Wir sind hier irgendwo in Osteuropa, sollen jetzt überall vom Big Boss finden, die irgendwo bei Big Mama sind. Und das Versteck von Big Mama, dahin sollen sie der komische Rebelle führen, der uns aber auch nicht entdecken darf, weil er uns sass findet. Hier sind noch lauter PMCs, haben uns schon durchgeballert. Sollte sie eher töten als betäuben. Da sie sonst irgendwann wieder aufwachen, wenn der seine Tage hat. Und dann wieder rumnerven. Wieder im Weg stehen. Wir haben hier auch einen Soundtrack gefunden. Und wir haben natürlich auch noch den Soundtrack mit den Monkeys. Snake vs. Monkey. Tja. Natürlich jetzt die Sache. Das denn hier? Bogtai 2 Film. Kennen wir das schon? Das kennen wir schon, ne? Mich interessiert halt, was wir da alles aufgeschnappt haben. Das ist auf jeden Fall. Hä? Das ist ja gar nicht. Aber wir haben nur so bekommen. Das ist Born Dance, ne? Das ist das Ape vs. Monkey. Das ist einfach ein Crossover zwischen Ape Escape und Metal Gear Solid. Gibt es als Minispiel im Original Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Nicht in den HD Remasters. Und wenn Ape Escape 3 mal remastert werden sollte, werden sie wahrscheinlich Metal Gear Solid auch rausnehmen, was ein bisschen schade ist. Guck mal. Das Schild habe ich umgefahren. Heißt ja mal, Frauen können nicht Auto fahren. Sorry. Looks like they're conducting vehicle patrols. Watch out for them, Snake. Was? Vehicle Patrols? Ja. Ich würde lieber watchen, dass der Typ weitergeht. Ja, gehst jetzt weiter, du Trottel. Hier ist auf jeden Fall eine Narration, aber jetzt einige. Kein gutes Zeichen, dann geht's bald richtig ab wahrscheinlich. Ja, cool. Born Dance. Was haben wir denn sonst noch bekommen? Von Metal Gear Acid haben wir ein paar Sachen bekommen. Hier nur das Love-Theme. Das kennen wir auch schon. Meine ich zumindest. Das kennen wir aber noch nicht. Episch! Grenade. Catch a grenade, Feuer! Oh, Patrouillenwagen. Man hört die immer. Können die natürlich mit der Javel in die Luft sprengen, aber muss ja nicht. Solid Eye wäre hier die bessere Alternative. Ich brauche die Musik. Ich kann mich natürlich auch zur Ölfass machen und sehen nämlich auch nicht. Boah, das ist so episch, der Track. Ich habe Angst, dass er jetzt wieder im Wagen kommt. Ölfass. Ja, die stehen hier nämlich öfter am Rand. Das hier sieht ein bisschen vergammelt aus, weil. Was haben wir denn sonst noch? Von Metal Gear Acid kann ich euch anbieten. Kommt da schon wieder ein Patrouillenwagen? Bitte nicht. Ich finde das Film richtig gut. Darf ich das mal so anmerken? Ich brauche leider schon wieder das Ölfass. Nützt ja nichts. Man hört die halt immer richtig gut. Tschüss, viel Spaß. Gute Reise.
Komm, dann zeige ich euch nur das von Milk, der erste Zweit, und dann habe ich euch das Wichtigste auch erstmal nur gezeigt, I guess. Voll die guten Soundtracks. Habe ich mit Metal Gear Asset noch nie auseinandergesetzt, so richtig. Geht der Typ jetzt weiter oder nicht? Ach, auf einmal ist wieder der Dude. Ist jetzt auf zwei Weisen gut, dass wir im Ölfass sind. Die Typen sehen uns nicht und der Typ auch nicht. Warum klingen diese Tracks so gut? Ich brauche den Soundtrack. Das klingt richtig fantastisch. Ein Hoch auf Metal Gear Acid. Na, was passiert hier? Impressive, CQC, Snake. No doubt about it, he is the legendary soldier. Call me Mama. Big Mama. It was you, not I, who was created from the rib of man. But I gave you life. I am your mother. What? Les enfants terribles. You can't grow a human being in a test tube, not even a clone. You need a woman's body to give it life. You mean a surrogate mother? That's an awfully cold way to put it. I am your mother. I gave birth for the Patriots. Gave birth? The forbidden fruit. Appropriate. No? Follow me. I'll explain everything.
The man who wants me dead is Liquid, your twin. You think you know him, but I know him better. He was once Ocelot, but Liquid has taken control of his soul. And now he's locked in a bitter struggle with Zero. Zero? The founder of the Patriots. Founder? When did this happen? 40 years ago. During the Cold War, when the United States and the Soviet Union were still at odds. It was in that chaotic era that the Patriots were born. And I played my part. I was one of the founding members. You? Zero created the Patriots to manage and control the American state. That control endured long after the Cold War ended. The organization became an empty shell, continuing to function through AIs. Those AIs are responsible for the creation of the war economy, and they gave rise to the Sons of the Patriot system. But I am partly to blame. I bear some of the guilt for creating the organization. It was right after I first met your father, Big Boss. Back in 1964, I was ordered to take part in a CIA op called Operation Snake Eater, which concerned a new weapon the Soviets were developing at the time. My mission was to support a certain agent. That agent later became Big Boss, but I knew him as Snake. Snake? Yes. Naked Snake. That was his code name at the time. A name he would give to you, his son. The commander of this mission was a man called Zero, the head of Special Forces Unit Fox. Back then, I was working as a double agent for the Chinese. My objective was to secure the location of the Philosopher's Legacy, a massive cache of hidden wealth, and report it to Beijing. I was to acquire a microfilm showing the location of secret funds, funds amassed by the Allied powers during World War II. But I failed in my mission and was expelled from China. I took the apple from the snake and was cast out of Eden. After years on the run, I ended up in Hanoi. That's where I met him again. It was around then that Zero used the massive funds contained in the Philosopher's Legacy to start a new organization, the Patriots, which would carry out the final wishes of a certain legendary hero. The initial membership consisted of Big Boss, Sigint, Paramedic, and their commander, Zero. Oh, and there was one more who we mustn't forget. He stayed behind in the Soviet Union to support the group as an informant, Ocelot, who is now Liquid. After your father rescued me in Hanoi, I went to America and joined their organization. Zero's goal was to achieve a unity of thought and awareness. He believed that was what the boss wanted, and the rest of the Patriots followed his lead. The boss? The boss was a legendary hero from the Second World War, known as the Mother of Special Forces. She had an almost overwhelming charisma about her. The CIA feared this, so they had her eliminated. If she had survived, the world of the 21st century might have been a very different place. We were all influenced by the boss's will. It was what drove us to create this organization, to be closer to that spirit. Zero decided that in order to lead the people, we needed a special kind of icon. So we turned to Big Boss, the last son of the boss. He shared more of her life than anyone else. It was Big Boss, the true heir to her legacy, who was best suited to play this role. Zero elevated Big Boss, the hero who saved the world, to the status of an idol. The truth behind Big Boss became riddled with exaggeration, misrepresentation, and outright lies. Zero disseminated these stories among the masses and gathered the rich and powerful to his banner.
Every era needs its symbols to control the people. Whether it be the stars and stripes, or the hammer and sickle. As the times and currents of politics changed, so too did Zero. Eventually, he became a prisoner of his own lust for power, sparking friction between him and Big Boss, who resented playing the puppet. With Big Boss drifting away, Zero realized he would need insurance. Something that would perpetuate the existence of Big Boss, their organization's icon. And so Zero secretly embarked on a new project, Les Enfants Terribles. Its goal was to create a clone of Big Boss, the ultimate soldier. The project was led by Dr. Clark, known at the time as Paramedic. After dozens of failures, they finally, miraculously, succeeded in producing a fertilized egg. The egg used in this successful in vitro fertilization came from Dr. Clark's assistant, a healthy Japanese woman. Blood from the East flows within your veins. Give birth to Big Boss. To realize this, I asked to serve as the surrogate mother and was more than happy to carry you in my womb. I loved him. 9 months later, I gave birth to two Big Bosses, you and Liquid. It didn't matter that you were clones or that they had manipulated your DNA. You were born the same way as any other normal child, from your mother's womb. But Les Enfants Terribles proved to be the final straw for Zero and Big Boss. Determined to oppose Zero and his plans, Big Boss broke away from the Patriots. He left the States, created his own mercenary company, and drifted around the world. I'm sorry. Your father never wanted you. Human life isn't meant to be manipulated like that. I knew that, but I wanted you. After Big Boss left, Zero really lost control. What Zero wanted was an orderly world, one governed by rules. His fortune grew through countless wars, and his words influenced decision-making all the way up to the Oval Office. As the world saw the rise of digital technology, IT, the internet, and genetics, the Patriots' power grew immense. Their roots spread and took hold throughout the globe. In time, they began to dictate the fate of entire nations from the shadows. And before we knew it, the Patriots, the proud police of the world, started bringing an entire planet under their control. Ja, gut zu wissen. Das war so ein bisschen die Geschichte von Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Zero hat ja auch den Einsatz kommandiert und der hat später mit der Erbe des Philosophen scheinbar die Patriots gegründet, wollte halt eine geregelte Weltordnung. Wahrscheinlich, ja, ob er Krieg wollte, weiß man nicht, ne? Big Boss wollte auf jeden Fall den Krieg mit den Patriots, mit Zero, weil ihm das nicht so gefallen hat. Und dass Big Boss die Söhne nicht mag, also Eli und David, das sind die richtigen Namen von Solid Snake und Liquid Snake, Eli ist Liquid Snake, das erfährt man auch in Metal Gear Solid 5. Das erfährt man auch schon in Metal Gear 1, dass er die nicht haben wollte, weil er wollte ja Solid Snake in seinen ersten Einsatz umbringen. Nur damit du Bescheid weißt. Hallo, speichern doch. Ja, und Big Mama auch bekannt aus Metal Gear Solid 3 als Eva. Intentions were fair, but their execution was flawed. Zero developed weapons, amassed armies, used information for extortion, all in order to gain more wealth. He was obsessed with controlling awareness on the inside from the outside. But
I cannot imagine. That's what the boss would have wanted. They both misinterpreted her will. And their absolute reverence for her drove them apart. So began the war between Zero and Big Boss. Opposing interpretations, each striving to realize the boss's will. Everything you see today stems from their cold war. Differences in race, in religion, in ideology. This war they've caused is no different from any other human error in history. It all started with a tiny fork in the path and grew into a great rift. There was nothing left of the boss's noble will in their struggle. All that remained was hatred, a passion to destroy one another. Big Boss returned to the U.S. with a plan in mind, and once again assumed command of Foxhound. In Outer Heaven, and then Zanzibar Land, Big Boss plotted coup d'etat against Zero. But you, Solid Snake, his own clone, foiled his efforts both times. Big Boss and Gray Fox, Frank Yeager, were left near death. Zero recovered their bodies. Frank Yeager's entire body was reconstructed through surgery, and he was reborn as the cyborg ninja. Big Boss, now a vegetable, became a prisoner of Zero even in death. For Zero, more than anyone else, your father was an irreplaceable icon. No, the truth is, for Zero, he was an irreplaceable friend. After Big Boss's betrayal, Zero could no longer believe in something so uncertain as life. He lost his belief in everything, nations, organizations, individuals. Zero was no longer willing to place his organization in the hands of the next generation. Instead, he set up a network of AIs, a decision-making system formed from all the information he had accumulated. He built four AIs, GW, TJ, AL, and TR, as sort of a digital Mount Rushmore, and one core artificial intelligence to unite them, John Doe. GW? The same GW we destroyed 5 years ago? The same. Ever since GW was cut off, JD and the other three AIs have controlled all information on every aspect of global society. Economics, politics, law, morals, and culture. The war economy is no exception. In the shadow of the system and its complete control over the world, Big Boss isn't allowed to live or die. He's trapped for eternity in a brain-dead prison. To bind himself to his friend, to ensure his rule over the world, Zero transformed Big Boss into an icon, neither living nor dead. Sounds almost like a religion. Naturally. Ocelot and I planned to free him from Zero's prison. We enlisted Naomi Hunter, an authority in the field of nanomachine research, into our organization. And we used Frank Yeager to kill Dr. Clark. Ocelot tortured the DARPA chief, Donald Anderson, also known as Sigint, to death, and made it look like an accident. The Shadow Moses incident. With Paramedic and Sigint dead, Zero was the only one left. But we, too, paid a price. I lost Ocelot. Ocelot wasn't fighting for the Pentagon or the Russians, and certainly not for Zero. He was fighting for Big Boss. He idolized him. When Ocelot grafted Liquid's right arm to his own,
His body was taken over by Liquid's thoughts and spirit. He may be Ocelot in physical form, but his mind is Liquid's. I was the last one. And then someone appeared to help me. Raiden. It was when I met him that I finally discovered the location of Big Boss. It was in the data he obtained from GW. Together, he and I retrieved Big Boss. But Big Boss was still asleep, as Zero had left him. Why did Zero keep him alive? People need heroes. Zero wanted to create a messiah. A legend that would never die. Liquid is after Big Boss's body. Is it here? I'll take you to meet him. This is his pyx, his holy ark. His body is alive, but his consciousness is locked away by nanomachines. So technically speaking, he's not really brain dead. We can't allow Liquid to inherit the same sins that corrupted Zero, manipulating people's minds for the sake of his own ego. Snake, it's Naomi. What happened? She's gone. She's not in the Nomad anymore. When? Less than an hour ago. She disappeared right after she and Sunny got back from Dr. Madnar's place. Why weren't you watching her? I didn't have my glasses on. Naomi said it herself. The experiment can't succeed without her. You think she went back to Liquid? What about Raiden? Good news on that front. We managed to get our hands on a dialysis machine and set up an ICU. We just started him on dialysis and treatment for his wounds. Will he live? Yeah, no worries there. Sonny's taken over for Naomi. But his treatment's probably gonna take 48 hours. Until then, Raiden can't move. Hey, you! Come here! Is that? Move! They've found us. We're moving out. Snake, the PMCs are converging on your location. Damn it! They're sending in Gecko! They'll be on you in less than 5 minutes! Are they ready? Yes, ma'am. We'll escape through the canal route using the real van. Get it ready. Hurry! Yes, ma'am. Snake, over here. You've got decoy vans set to draw some of our pursuers away. Yeah.
All of these children were orphans. They work in arms factories. And when they grow up, they want to join a PMC. They seek revenge on other companies, PMCs that killed their parents, and use their earnings to support their younger siblings. There are countless child soldiers like these in the PMCs. Nowadays, anyone with a computer can get combat training. The FPS games that these children love are distributed for free by these companies. Of course, it's all just virtual training. It's so easy for them to get absorbed by these war games. And before they know it, they're in the PMCs holding real guns. These kids end up fighting in proxy wars that have nothing to do with their own lives. They think it's cool to fight like this. They think that combat is life. They don't need a reason to fight. After all, for them, it's only a game. Zero is the cause of all this. Defeating Liquid won't change things. Unless we stop the Patriot system, the cycle will go unbroken. Hop on. Hold on to me. With so many wars being waged, oil and biofuel have become as precious as diamonds. It's been a while since I went out for a ride. Are you sure about this? I only get off my bike when I fall in love. Or fall dead. Big Mama. Call me Eva. Oh, was bekommen wir jetzt? VZ-83, Maschinenpistole. Ja, die Triumph. Das Motorrad, was Eva auch in Metal Gear Solid 3 immer verwendet hatte, hat sie hier nämlich auch schon mal das Bike gehabt. Episch, episch. Sie kehrt zurück mit dem Motorrad. Ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ist eigentlich klar. Aber natürlich nicht so schnell wie Snake, der ja aufgrund der Gene, dass man ihn nicht missbrauchen sollte für den Krieg, schneller stirbt. Genau wie Eli, also Liquid. Gut, jetzt gibt's wieder so einen Action-Abschnitt. Let's do this. We have to keep Big Boss's body out of enemy hands, no matter what. Get the body safely to the canal escape room. Auch eben witzig mit den Kriegsspielen. Das war wieder so ein Third Wall Break. Tja, wollen wir jetzt abschießen? Den Gecko auf jeden Fall, ne? Warum eigentlich der iPod? Das ist halt die Frage, was hier das Beste ist. Hm. Schwierig. Ja, lad nach, Snake. Es dauert wieder ewig. Ich merke schon. Gott, das Motorrad ist so schnell. Heftig. So, auf jeden Fall den Van beschütze Pix, die Arche Noah, wo Big Boss drin ist. Da sind da die Geckos. Nur auf die Beine schießen. Problem ist. Ja, ihr seht's, ne? Ich muss immer sehr schnell nachladen. Ich mag diese Waffe nicht. Kann ich nicht eine andere Waffe nehmen? Ja, hier. Unendlich Schuss. Das sieht doch schon nach meinem Geschmack aus.
Kann ich aber nicht benutzen. Ja, sehr toll. Sehr toll. Wollte ich nicht benutzen. Ich konnte es nicht benutzen, ihr Lieben. Ich konnte es wirklich nicht benutzen. Wie dumm war das denn? Weil ich kann echt nur diese blöde Maschinenpistole verwenden, die kaum Damage macht. Nervig. Das ist wirklich nervig. Waffe ist nicht sonderlich gut. Oh no. Scheiße, das ist die Waffe, die da oben drauf ist, ne? Auf dem Motorrad. Oh, ist die doof, die Waffe. Aber irgendwie ist es gescriptet, dass man nicht sterben kann, oder? Ja, gut, ein bisschen Schaden haben wir schon genommen, ne? Bisschen Schaden haben wir schon genommen. Und muss schon wieder nachladen. Das gibt's doch nicht. Da kommen wieder Geckos. Da oben sind sie. Sind aber geschützt. Oh, den soll er vielleicht loswerden. Ja. Goodbye. Nur wiedersehen. Sind das Frogs? Ich glaube, es sind Frogs. Schon wieder die Elite-Einheit von Ocelot. Komm mal nicht durch. You say? Oh no, und jetzt lädt Snake schon wieder nach, ne? Ey, was ist das denn für eine beschissene Waffe, wenn ich das mal so sagen darf? Ja, gar nicht. Ist echt keine geile Waffe. Wow! Ja! Eva rastet aus. Ja, das hat ja super geklappt. Ja, too many of them. Otacon. Ist leicht reden, ne? Gut, der ist schon mal weg mit seinem blöden MD. Eva, würdest du dich bitte bewegen? So was, wenn nicht so leichtes Ziel sind, ja. Ganz ehrlich. Was ist das denn für Mist? Okay. Können wir die bitte... Ja, danke. Nein, jetzt klebt da oben schon wieder einer. Und gut, dem Van geht's aber noch gut. Noch. Abgeschüttelt. Tschüssi. Diese Waffe ist so zum Kratzen. Du bist so schnell out of ammo. Ist echt nicht lustig. Kann immer wieder nachladen, ey. Alle 2 Sekunden. Aber warum sind jetzt hier schon wieder die Frogs? Ocelot ist uns voll auf den Fersen, glaube ich. Liquid, wie auch immer. Liquid Ocelot. Aber wir haben es geschafft. Eine Energie. Let's go. Cooler Action-Abschnitt. Vielleicht noch cooler als den letzten. Mit Raben. Es gibt schon die nächste 30 Minuten Katze. Ab diesem Spielzeitpunkt sind es eigentlich nur Cutscenes geführt. Oh Gott, wer ist das? Crying Raven? Gibt's schon wieder den nächsten Bossfight? Insgesamt sind es ja 4 Beauty and the Beasts. Nur Laughing Octopus bisher gehabt. Im Dschungel. I've got bad news. The decoy vans have all bitten the dust. Which means the enemy will be focusing on you now. I just need to knock them off a little longer. Oh, wir wurden aber automatisch geheilt. Das ist natürlich geil. Das ist richtig episch. Entschuldigt? Sehr gut. Have you tried aiming? Ich zerstöre die gefühlt alle. Und die beschwert sich. Alles klar, Eva, alles klar. Ja, besser kannst du auch gar nicht aimen, wenn die direkt alle vom Himmel fliegen. Ja gut, das war halt blöd. Aber man hat auch nichts gesehen. Oh ja, 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 ja. Ist das Crying Raven? Ich glaube schon.
12 Uhr? Ne, auf meiner Uhr ist das 5 Uhr morgens. Kein Scherz, nehmen um 5 Uhr morgens auf. Schlafrhythmus ist wieder kaputt. Was war das denn für Mist? Nein, er verfolgt uns. Kannst du bitte nachladen, Snake? Danke. Uiuiui. Behind us, sagt das doch er. Wieder ein paar Mal geschossen. Oh, das erinnert sehr stark an einen feinen Liquid Fight aus Metal Gear Solid 1. Ja, den kann man nicht treffen, weil er von diesem MG geschützt wird. Jetzt habe ich ihn doch erwischt. Ich heile mich nicht, das heilt ja automatisch. Daneben! Boah, die fährt aber auch wie eine Weltmeisterin, ey. Wie soll ich jetzt aimen? Ja, schon mal geheilt. Ja, diese Waffe ist so zum Kotzen. Schieß ein paar Mal, ich will mal ein P90, ey. Und schieß ein paar Mal und schon ist wieder leer geschossen. Ist doch stupid. Wow. Was soll ich jetzt abschießen, wenn ich fragen darf? Die hier oder den Wagen? Ich wusste nicht, auf was ich schießen soll. Mach nicht einen auf Terry Bogard. Are you okay? Wieder nachladen, wie immer. Oh, hier explodiert ja alles. Gut, dass wir noch Rationen haben, ey. Ohne Rationen wäre das hier die Hölle. Schon wieder nachladen, geil. Fantastische Maschinenpistole. Ich liebe sie, ich hasse sie wie die Pest. Das war wahrscheinlich wieder Crying Raven. Können wir hier nicht besiegen. Los, runter mit euch. Runter mit euch. Nun zu dir. Sehr gut. Haben wir alle erwischt. Boom. Schönes Explosive fast genutzt, wie in Resident Evil. Kann man machen, ne? Let's go. So viel Action. Oh mein Gott. Wie behind us. Oh, hi. Gut, dass wir darüber gesprochen haben, ne? Aber Snake lädt wieder nach. Wie so ein alter Sack. Was ja auch letzten Endes ist. Nächster Bereich, Echo's Beacon, Osteuropa. Ja, wann sind wir jetzt da? Ich frage ja nur für eine Freundin. Where's the van? Over there. Oh.
children. She'll be coming to search the van. I'll take care of it. You stay here. Keep watch. I'll contact the children. Here. Take this. Snake. Come back in one piece. I will. Promise me. Oh Gott, es kommt schon wieder zum Bosskampf. Erster Fight gegen Laughing Octopus hat ja ein bisschen gedauert, aber jetzt kommen die echt ziemlich schnell hintereinander, die Bosse. Vamp fehlt ja auch noch zum Beispiel. Pack schon mal die Sniper aus, Snake. Ihr seht ja, die fliegt. Das Setting erinnert den Markus-Bossfight aus Blood Omen 2. Ja, und da beginnt er, der Kampf mit Raging Raven. Habe ich mal Crying Raven gesagt? Kann sein. Ich meinte natürlich Raging Raven. Und ich hätte gern meine Nudeln. Wo sind meine Nudeln? Das war ernsthaft. Meine Nudeln sind weg. Ja, wo sind die Nudeln? Warum sind die weg? 3 Stück nur noch. Das ist natürlich nicht so toll. Whatever. Solid Eis wichtig und was noch wichtig ist, ist diese wunderschöne Sniper. Alles fliegt in Luft. Raging Raven. Ja, Crying Mantis. Nee, Screaming Mantis heißt er, glaube ich. Und Crying Wolf, sowas. Die fehlen noch. So, hier ist übrigens auch ein Soundtrack mitten im Bosskampf. Da ist er. Nehme ich einfach mal mit. Von Metal Gear Solid wieder mal. Nicht, reicht das so? Ist halt die Frage, wo Raging Raven ist. Solid Eye hilft. Da. Wir sind schnell unterwegs für meinen Geschmack. Wir sind sehr schnell für meinen Geschmack. Bin ich einmal getroffen, WTF.
Soll das dann funktionieren, wenn ich fragen darf? Das muss ich mit der Javelin machen. Hab ich auch kein Problem mit. Geht das nicht mit der Sniper? Klar, das geht gar nicht. Na gut, packen wir die Raketenwerfer aus. Der befindet sich bei den Waffen. Diese Scheißwaffe, die muss eh weg. Die ging ja gar nicht. Scharfschützengewehr, ja, sind Quere da, die Javelin. Let's go. Ich hoffe, damit können wir besser treffen. Haben wir aber auch keinen Auto-Aim, warum eigentlich nicht? Ich dachte hier zu Auto-Aim. Scheinbar nicht. Ne, scheinbar nicht. Ja, ein sehr nerviger Bosskampf, finde ich. Sehr, sehr nervig, wenn ich das mal so sagen darf. Hier passiert ja gefühlt nichts. Ja, wo ist jetzt Raging Raven? Tausende Raben am Himmel? Keiner macht was so richtig? Das war echt dämlich. Wenn ihr mich fragt. Da ist Raging Raven. Seid sehr langsam mit den Raketenwerfer. Das war realistisch. Deswegen rüstet den jetzt ab. Ja, hat wieder gut geklappt. Also das funktioniert schon mal nicht. Ich habe keine Ahnung, wie es gehen soll. Ich weiß wirklich nicht. Ja, das kann sehr lange dauern. Ja, Snake, komm mal. Interagier mal mit mir. Das wäre sehr nett. Ja, keinen einzigen treffe ich hier. Das funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Habe ich irgendwas beim Draven-Shop verpasst? Gucken wir mal, Draven, da fehlt mir scheinbar irgendwas. Ein Anvisier-Ding. Munition, Spezialteile. Visier. Gibt es hier irgendwas wie Javelin oder so? Leider nicht. Ich weiß nicht, wie man einen Bosskampf machen soll. Bin ehrlich zu euch. Ich weiß nicht, wie das geht. Ach, auf einmal lässt sich blicken. Das war schön, dass wir jetzt endlich spielen können. Ja, jetzt geht's natürlich. Oh, Autschi. Immer schön bewegend bleiben. Ja gut, jetzt funktioniert das natürlich. Jetzt war ich es auch nicht tödlich. Jetzt hätte ich natürlich auch schön die Javelin abfeuern können. Ja, passt schon. Ich brauche die Nudeln oder so jetzt nicht. Hier, nimm das. Und das. Der hat's ganz beschissener Bosskampf. Also wirklich ganz grauenvoll gemacht. Erst interagiert die nicht, jetzt bleibt sie nur auf eine Stelle stehen. War echt lame. Nicht so schön. Echt kein schöner Bosskampf. Guck jetzt, es bleibt die wirklich nur hier. Und die anderen Raben, die bringen gar nichts. Die gammeln da nur rum. Die schießen nicht mal. Das ist echt doof gemacht. Oder was meint ihr? Schreibt es in den Kommentaren. Aber der Kampf mit Laughing Octopus ist deutlich cooler. Da wird alles weggesprengt. Easy in Ordnung, Sir. Sollten da wieder hin, wo man besser zielen kann, was ist das hier eigentlich? Kann ich nicht aufnehmen? Schade. Warum kann ich das dann nicht an Draven verkaufen? Ah, da bist du also. Komm her. Hat das jetzt gesessen oder nicht? Hey, wieso trifft das denn? Ich stehe 100 Kilometer weit entfernt. Ja, also... Mit der Sniper kann man halt auch nicht ausweichen, weil man so langsam ist. Ja, so muss ich das mal, okay. So geht's natürlich schon. Aber die Steuerung wird einem ja nicht erklärt im Spiel. Konnte ich ja nicht wissen. Hab nur mal ein bisschen was ausprobiert und gesehen. Ja, Mensch. Das geht ja auch. Ach, da oben bist du. Sag das doch, wenn du spielen willst. Ah, oh, schön.
Konnte ich ja wieder sehr gut ausweichen, nämlich gar nicht. Komm, ein Treffer noch hier. Ein Treffer noch. Einmal nachladen und weiter geht's. Da wird wieder alles gesprengt. Ist in Ordnung. Nehmen wir jetzt mal die Nudeln nochmal. Sofort versehen. Seite Solid Eye muss man haben. Sieht man nicht, wo sie ist. Wo der Raging Raven ist. Da bist du. I see you. Und goodbye. Das war schon, ja, ziemlich stupider Bosskampf. Irgendwie nicht so schön. Die anderen Bosskämpfe sind cooler in dem Spiel. Alle anderen. Das ist der lämste Boss. Leute, jetzt geht wieder die creepy Scheiße los. 3 Minuten durchhalten. Ihr wisst das. Dann höre ich jetzt wieder den blöden Operator. Da ist auch niemand, ne? Ja, die will mich grabben. Die will Snake ordentlich, naja, durchnehmen. Sagen wir es mal so. Tschüss! Snake hat noch ein bisschen was Wichtiges zu erledigen. Am besten ist, ihr habt keine Waffe ausgerüstet, denn mit einer Waffe, vor allem mit sowas wie Javelin, bist du natürlich nicht so schnell unterwegs. Ich kann noch ein paar Sachen mitnehmen. Alle Rabe. Oh Gott, es kommt wieder ein PTSD-Trauma im Hintergrund. Oder stöhnen. Muss ich jetzt ab 18 machen. Hi. Tschüss. Oh Gott. Ja, das kann ja wieder lustig werden. Sackgasse. Nicht cool, was ist das? Raging Raven, Puppe. Okay. Tolles Geschenk für Sunny. Ja, wenn die auf so steht. Interessant, was kann ich mit der Puppe machen? Ist die auch nicht, ne? Oh, ist die schnell. Tschüss.
Aber Snake nimmt die Abkürzung. Hehe. Snake, too fast. Too fast for you. Too fast for you. Tja. Wenn du mich jetzt einholen möchtest, Girl, das wird wohl nix. Warum habe ich wieder diese blöde, verdammte Operator? Nicht witzig. Ah, da ist sie. Gott, das war jetzt ein bisschen scary. Neben den Solid Eye. Oh Gott, warum ist sie so schnell? Neben den Solid Eye seht ihr jetzt auch zwei Batterien, die haben im Rahmen eines Missionsbriefings eingesammelt. Das ist halt schon geil. Hallo, warum ist die so schnell? Das ist verdammt gruselig, darf ich das mal so sagen? Nö, keine Lust. Fällt die mit der Ragen. Ich mach meine Linie stützen, okay? Links so, 3, 4. Links so, 3, 4. Da kommt so. Tschüss! Ich rage nicht mit dir. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Hallo? Mrs.? Ja. Wie war es mit der Arztterminen und so? Oh, wir haben es überstanden. Das ist immer so creepy. Und jetzt wisst ihr, was passiert, ne? Es wird wieder abgedanced. Ist die Frage, wo war das? Ist die Frage, wo war das? Nicht cool, ich weiß nicht mehr, wo es ist. Ich glaube, das war's. Hidechan. Das wollte ich nicht, Girl! Das wollte ich nicht, Girl! Ich glaube, es gibt den Granatenwerfer heute zur Abwechslung mal. Oder geht das gar nicht? Es juckt die nicht! Es juckt die einfach nicht. Was haben wir denn noch im Angebot? Ich tanze ja jetzt eh nicht mehr. Wir haben noch irgendwas noch bekommen von Milky Acid. The Essence of Winds. Boah, das ist so eine geile Waffe, ne? Und diese schlechte Maschinenpistole, die wir da bekommen haben. Ist echt ein Witz dagegen. Girl, you can die. Now! Die Mucke passt zu Raging Raven, weil die so metalmäßig ist. Und ja, das müssen wir bei allen vier machen. Two more to go. Screaming Mantis, Crying Wolf. Kann ich sagen, Ocelot und Vamp können wir leider nicht zum Tanzen bringen. Cool, das ist ein richtiger Granatwerfer. Way to bring that bird down, Snake. Drebin. And you got yourself a souvenir too. A grenade launcher. Nice. That's a real user-friendly weapon. Not much use to me without an ID, though.
I laundered this one free of charge. What's the catch? Only that you give it to me when you're done with it. A weapon with that many decades of rage stored up inside it? Now that's a collector's item. How old was she? I'd say about 20. But she had years of soldier's rage hidden away in that youthful body of hers. Soldiers? Yeah, the soldiers of Ake. A place that hasn't seen peace in a long, long time. She was captured by one side or another, and kept caged up like an animal, along with God knows how many other kids. Anonymous violence. Exactly. It's unknown whether her captors were with the government or the rebels. In any case, they got their kicks by abusing these helpless little kids day after day after day. That constant barrage, that battlefield rage slowly built up inside their bodies, their minds. The kids tried to keep each other's spirits up, always clinging to the hope that someone would come to their rescue, barely surviving off of scraps of food. But those soldiers didn't stop. They called the kids parasites and shit-eating ravens, beat them even harder. Then one morning, the soldiers just up and left, leaving the surviving kids to be eaten alive by the birds. Almost like one of those sky burials. One by one, their bodies were picked apart by ravens' beaks, until finally the flock came for her. But by some miracle, their beaks cut her bonds instead. And like that, she was liberated. In that instant, she was filled with an uncontrollable rage, and it smothered her soul. She ripped the ravens pecking at her to pieces, and then went after the soldiers. And when she finally caught up with them, she waited until nightfall like a hunter awaiting its prey. They say that when a raven cries, a man dies. And that's exactly what happened that night. Screeching and cawing, she killed every last living being in the camp, both the soldiers and the civilians they'd enslaved. In her eyes, there was no longer a difference. The cruelty her friends had suffered, the pain and humiliation she'd endured, hers was the distillation of the rage that decades of war had imparted on those soldiers. It was her strength and her greatest weakness. You're something else, Snake. You managed to cleanse Raven of her rage. No, seriously. You're the seed of war. In fact, I'd say you might even be war itself. Draven? Maybe it's still too early to tell. You still got half the B&B Corps ahead of you. Keep your eye on the ball, pal. Wieder voll verstörende Geschichte, okay? Oh Mann. War Gefangene und dann sollte sie den Rahmen zum Fraß vorgeworfen werden und die haben die befreit und dann hat sie sich an allen gerecht. The real one is floating down the river, headed downstream. I managed to get in touch with the children. The Pix is safe. We're going to rendezvous on the riverbank, downstream. Land and air routes are cut off. But there's a cruiser waiting for us. The Volta River is our only chance of escape. Oh, let's get out of here. Hurry. Good thinking. Need to feel the wind anymore.
There's no need to keep lying to myself. I only get off my bike when I fall in love. Or... Oh, Snake. Give me a hand. Yeah. The underground aqueduct leads to the river. There should be fewer of them down there. Gut, hier beende ich jetzt erstmal den Part. Ich kann euch sagen, beim nächsten Mal gibt es eine der längsten Cutscenes, 35 bis 40 Minuten, richtig krass mit Ocelot und Meryl, da geht es dann richtig ab. Und beim nächsten Mal werden wir das Kapitel auch beenden. Schaltet unbedingt wieder ein, wenn ihr diese epische Cutscene mit Ocelot und so sehen wollt. Das Spiel besteht jetzt fast nur aus Cutscenes. Ich hab's euch gesagt, ich muss eigentlich nichts mehr tun. Gefühlt, ich muss doch nichts mehr tun. Ja, so ein Let's Play hatte ich auch noch nicht. Das Spiel hält auch den Rekord für die längsten Cutscenes, für die längste Cutscene der Videospielgeschichte und für die längste Abfolge an Cutscenes. Also drei verschiedene Rekorde. Sagt alles, oder? Gut, ihr Lieben, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Mit dem Granatenwerfer von Raging Raven. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!